zu viele Spieler nicht in Form sind. Warum die nicht in Form sind, ja, darüber kann man Stunden reden, weil das ist immer sehr schwierig zu erklären. Und weil die individuelle Form von 4, 5 Spielern nicht stimmt und 2 schon aus der Mannschaft geworfen sind, ist auch das Kollektiv nicht in Ordnung, weil die leistungsträgenden Spieler, die sind jetzt zu viel auf sich selbst betroffen und nehmen nicht Führung von der Mannschaft. Lebt also Holland von seinen Stars, wenn ein Ruud Gullit noch an den Auswirkungen der Verletzung leidet und wenn ein Marco van Basten nicht im Vollbesitz seiner besten Form ist, dann wird Holland automatisch schlechter, ist das so? Ja, es ist nicht nur diese beiden Spieler. Wir haben schon der Koeman und der Fahnenburg, die im EK 88 eine wichtige Rolle gespielt haben. Die sind ja schon weg vom Fenster, das sind so ja 2. Und der Gullit, da kennt man seine Entwicklung und die wird immer besser. Nun ist Deutschland er hat noch nicht die Form, dass er auch noch einmal die Führung nehmen kann von der Mannschaft. Und das ist natürlich wichtig, weil damit fehlt ein bisschen das Selbstvertrauen bei den Spielern. Nun ist Deutschland aber ein besonderer Gegner, immer schon gewesen für Holland. Gut. Meinen Sie, dass das motivierend wirken kann auf dieses Team und auch wenn wieder zur Einheit führen kann? Wenn es einen Reiz gibt oder geben würde und Herausforderungen, dann ist es heute Deutschland. Eine bessere können wir nicht haben. Wenn es heute nicht stimmt, ja, dann stimmt es nie in diese Weltmeisterschaften. Herr Michels, wenn es heute schief geht für die Mannschaft Holland, stehen Sie dann schon wieder als Nachfolger von Leno Benacker, dem Trainer, bereit? Nein, das ist nicht meine Absicht. Ich bin jetzt im Gremium und ich will gerne weitergehen vom Distanz, die Mannschaft zu folgen. Und das wird auch so bleiben. Danke Ihnen schön, Herr Michels. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, es bleibt noch ein wenig Zeit. So gegen 20.50 Uhr, 51 werden die Spieler erst aus den Kabinen kommen, um die Nationalhymnen zu hören. Also können wir sie in der Zwischenzeit noch versorgen mit unserem unterhaltsamen WM-Quiz. Die Dingsda-Kinder stellen Fragen und sie beantworten in großen Scharen diese Fragen und können auch vieles, vieles gewinnen. Heute ist die Folge Nummer 9 an der Reihe. Hier sind Fritz Egner und seine Dingsda-Kinder. Raten Sie mit. Guten Abend, auf geht's in die nächste Dingsda-WM-Raterunde. Bei so viel Fußball ist es doch ganz nett, mal eine Denksportaufgabe zu lösen. Den Begriff, den es heute zu erraten gilt, erklärt Dominik Munz, ein 7-Jähriger aus Augsburg. Also, wenn hier jetzt der Fuß ist und der steht hier, kommt er hier gerannt und tut genau, wo der Fuß ist, sich hinfallen lassen. Dann meint der Schiedsrichter, das ist ein Foul, links 11 Meter und kann eine Tor... Dann können sie ein Tor bekommen. Und er will nur, dass sie ein Tor bekommen dadurch. Also so schwer war es wohl nicht. Und ich glaube, Sie können sich, wenn Sie mögen, einen der wertvollen Preise sichern. Sie müssen uns nur schreiben, die Adresse verraten wir Ihnen gleich. Zunächst aber wollen wir Ihnen noch sagen, was alles Sie gewinnen können. Hier ist unsere Auswahl. Beim großen ARD-Fußball-WM-Quiz gibt es bei jeder Tagesziehung eine komplette Videoausrüstung im Wert von 5.000 D-Mark zu gewinnen. Als zweiter und dritter Preis werden Flugreisen verlost. 6 Goldbarren warten auf den glücklichen Gewinner und außerdem 90 ARD-WM-Bücher, Schallplatten und Uhren. Bei der großen Schlussziehung mit 500 Preisen gibt es zusätzlich noch 3 Farbfernseher, eine Flugreise für 15.000 D-Mark und als Hauptpreis ein Auto im Wert von 50.000 D-Mark zu gewinnen. Schreiben Sie also, wenn Sie mitmachen wollen, an dieser Adresse. ARD WM-Quiz 8000 München 300. Einsendeschluss ist Dienstag, der 26. Juni. Ich wiederhole Ihnen das noch einmal zum Mitschreiben. Also ARD WM-Quiz 8000 München 300. Der Einsendeschluss ist der kommende Dienstag. So, dann zurück zum Spiel. Deutschland gegen Holland. Es ist eine Begegnung mit einer wechselvollen Vorgeschichte. Es gab Zeiten, da hat die deutsche Mannschaft sogar mal 7:0 gewonnen gegen den heutigen Gegner. Insgesamt bisher 29 Länderspiele und die Bilanz ist immer noch positiv.
11 Siege, 11 Unentschieden und 7 Niederlagen aus deutscher Sicht. Die Höhepunkte bisher waren aber unzweifelhaft zum einen das Europameisterschafts-Halbfinale 1988 und natürlich das WM-Endspiel von 1974 in München. Damit beginnt auch der historische Rückblick von Fritz von Thorn und Taxis. Und eine besondere Rolle haben dabei bisher, und so wird es auch heute Abend sein, immer die Fans gespielt. Hier und heute haben die Holländer damit eigentlich auch sogar noch die Schwierigkeit zu überwinden, gar nicht auf Mailand eingerichtet zu sein. Denn auf den Gruppendritten konnten sie normalerweise nicht rechnen. Also setzte heute Morgen der Run auf die Tickets ein. Und siehe da, plötzlich und unerwartet kamen auch noch 3000 Eintrittskarten zu Normalpreisen auf den Markt. Darüber hinaus aber blühte der Schwarzmarkt. Reinhold Beckmann hat sich umgesehen und auch die deutschen Fans begutachtet. Verträumt und verschlafen. Die Wiese vor dem Merzer Stadion, heute Morgen um 6.30 Uhr. Hunderte holländischer und deutscher Fans haben hier die Nacht verbracht. In der Hoffnung, am frühen Morgen doch noch eine Eintrittskarte ergattern zu können. Zwei Stunden später sind sie dann alle auf den Beinen. Das Objekt ihrer Begierde? Das einzige Kassenhäuschen vor dem Merzer Stadion. 135.000 Lire, gute 200 Mark für ein Ticket. Eroberungsjubel bei den einen, Währungsprobleme bei denen, die glauben, hier ihre Eintrittskarte mit deutschem Geld bezahlen zu können. Wir haben dann 3 Stunden im Gewühl angestanden, also es war härter als jede körperliche Arbeit. Und dann kommen wir vorne hin und dann sagt er uns am Kassenhäuschen, dass es keine Bank wäre und dass es nur mit italienischer Lehre ging. Und 3 Stunden halt umsonst da dringend angestanden. Sie müssen in italienisches Geld zahlen. Die Aufklärungsarbeit kommt für viele leider zu spät. Genauso wie die Hilfe der Polizisten, die Kartenkäufer in den ersten Reihen vor nachdrängenden Fans zu schützen. War ganz vorne, da war eine Frau vorne an der Absperrung. Die ist dann wieder die Absperrung gedrückt worden mit dem Unterleib und die hat keine Luft mehr gekriegt. Dann sind dann die Polizisten hingesprungen, haben alles beiseite, dass die Frau rauskommt. Dann war ich wieder ganz weit weg und dann hat ich wieder von vorne anfangen können. Ticket needed. Ich brauche eine Eintrittskarte. Bereits einige Kilometer vor dem Merzer Stadion versuchen die vielen holländischen Anhänger ihr Glück auf dem Schwarzmarkt. Als wir mit unserer Kamera auftauchen, stellen die Kartendealer sofort ihre Geschäfte ein. Nein, 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 haut ab mit der Kamera, sonst müssen wir nach San Vitoni in den Knast, sagt uns dieser Verkäufer. Was hast du bezahlt? Wir haben 220.000. 220.000 Lire, das sind stolze 320 Mark für ein Fußballspiel. Draußen an der Peripherie Mailands. An der Mautstelle wird jedes deutsche und holländische Fahrzeug nach Alkohol und Schlagwaffen überprüft. Doch anders als beim letzten Mal sind die Flüssigeroberungen der Polizei diesmal nicht der Rede wert. Auch die sorgfältigsten Untersuchungen bringen nichts zutage. Hier haben vor 2 Wochen die Ausschreitungen begonnen, der Piazza del Duomo. Das schon für die 2 letzten Vorrundenspiele verstärkte Sicherheitspersonal ist weiter verstärkt worden. Nahezu 5000 Polizisten sind heute in Sachen Fußball im Einsatz. Dann ein kurzer Schreckmoment. Doch das Zünden eines Knallkörpers schreckt nur die Tauben auf. Doch immer wieder hören wir Gerüchte, dass die Hooligans nach diesem Spiel zuschlagen wollen. Das italienische Privatfernsehen von AC Milan Präsident Silvio Berlusconi sendet heute den ganzen Tag über diesen Anti-Gewalt-Clip. Verteidige dein Stadion, verteidige unseren Fußball, bittet inständig der Sprecher die Fußballfans. Die Mailänder Arena, eine 200 Jahre alte Kampfbahn. Für die vielen Fans, die keine Karte mehr bekamen, wird hier ab 21 Uhr das Spiel auf diese Leinwand projiziert. Kulturschock für jeden Fußballanhänger wird dann dieses symphonische Unterhaltungsorchester sein, das die Organisatoren kurzfristig engagiert haben.
Bis 19 Uhr übrigens waren weder holländische noch deutsche Fans erschienen. Kein Wunder, denn nur wenige wussten von dieser Veranstaltung. Das Merzer Stadion um 20 Uhr. Die Veranstalter hatten angekündigt, holländische und deutsche Fans über getrennte Wege zu ihren Plätzen in verschiedene Blöcke zu leiten. Doch dieser Versuch ließ sich nicht realisieren. Bleibt zu hoffen, dass beide Fangruppen uns trotzdem einen friedlichen Fußballabend bescheren. Bisher war es Gott sei Dank friedlich und die Überraschung des Tages traf soeben hier ein. Draußen vor dem Stadion, so haben wir gehört, sinken die Schwarzmarktpreise in den Keller. Für eine Karte der vierten Kategorie sind eben gerade vor 5 Minuten 20.000 Lire gehandelt worden, also genau 28 Mark. Meine Güte, jetzt müssen die Herren, die die schwarzen Karten haben, sich mal bemühen, sie auch noch loszuschlagen. Wenn ich rüberschaue, sehe ich auch, genau bei uns gegenüber sind noch reichlich Plätze in den Blöcken frei. Tja, liebe Zuschauer, das war's mit unserer Vorberichterstattung. Wir erwarten jeden Augenblick die Mannschaften hier im Stadion. Und darum wollen wir jetzt auch schnell rübergeben zu unseren Live-Reportern. Herbert Fassbender ist für Sie wieder am Ball. Und mit ihm Karl-Heinz Rummenigge, der zum ersten Mal, so hat er mir vorhin gesagt, bei einem Spiel, bei dem er nicht dabei ist, als Aktiver, nervös und aufgeregt ist. Ja, ist mir noch nie passiert, wenn ich ehrlich bin. Ist ein neues Gefühl für mich, aber wir drücken halt alle der deutschen Mannschaft die Daumen. Das tun wir ganz kräftig. Warum ist das ein flaues Gefühl? Weil es gegen den Erzrivalen geht? Ja, ich habe das Gefühl, dass alle etwas nervös sind. Mannschaft, alle beteiligten Zuschauer und auch, ich habe gestern mit den Spielern, mit Lothar und Jürgen Klinsmann noch gesprochen, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann. Und ich habe das Gefühl, so in den letzten Tagen, in den letzten Stunden ist so die Nervosität etwas größer geworden. Hat man doch eigentlich mehr Respekt vor den Holländern als das, was sie bisher hier spielerisch gezeigt haben? Also ich bleibe Optimist. Mein Gott nochmal, die Jungs haben in allen Belangen hier die besseren Voraussetzungen im Vergleich zu den Niederländern. Für Karl-Heinz Rummenigge ist das Ganze hier auch deswegen ganz schwierig. Wir sitzen mitten unter den Zuschauern. Hier kommen laufend noch Leute und sagen, Kalle, ein Autogramm. Kalle, können wir noch mal gerade reden? Die wissen noch gar nicht, dass sie hier als Co-Kommentator für die ARD tätig sind. Trotzdem, wir waren alle überrascht, Kalle, dass Franz Beckenbauer so defensiv beginnt. Mit Kohler und mit Reuter, um es den Zuschauern noch mal zu sagen, die um 20.15 Uhr nicht dabei waren. Das ist richtig, ist für alle eine Überraschung, zumal der Uwe Bein nicht mal auf der Bank sitzt. Man muss dazu sagen, dass die Holländer, so wie sie nominell aufgestellt sind, nur mit einer Spitze spielen, nämlich Van Basten. Und wir, so wie es jetzt aussieht, eine reine Sechserabwehr haben, von der möglicherweise einer in das Mittelfeld reinrücken muss direkt, weil sonst das Mittelfeld ganz einfach nominell unterbesetzt wäre. Vielleicht auch um Ruud Krulitz, der ja gegen Irland aufsteigende Form hatte, sehr eng zu nehmen. Ja, ich persönlich erwarte, dass Ruud Krulitz in der Manndeckung genommen wird. Es ist jetzt die Frage, wer. Vor 2 Jahren hat das Buchwald bei der Europameisterschaft ganz gut gemacht. Jetzt haben wir nur eben gehört von Thomas Hessler, dass Buchwald voraussichtlich gegen Van Basten spielen wird. Das könnte bedeuten, dass entweder Berthold oder Reuter gegen ihn spielen könnte. Schauen wir mal, sagen wir mal mit dem Teamchef. Hier kommen die Akteure. 0:0 steht es zwischen Deutschland und Holland. Nach mehr als 47 denkwürdigen Minuten im Giuseppe Merzer Stadion zu Mailand. Karl-Heinz Rummenigge. Starker Anfang der Holländer mit 2 guten Möglichkeiten des jungen Aaron Winter von Ajax und dann die ominöse 22. Minute. Jetzt haben wir so ein bisschen Abstand. Wie bewerten Sie es denn jetzt? Nach wie vor für mich eine skandalöse Entscheidung des Schiedsrichters, denn für mich wollte der Rudi Völler alles andere als diesen Torwart berühren. Im Gegenteil, er wollte ihm ausweichen. Und dass Rijkaard vom Platz gestellt worden ist, war korrekt, denn er hat ihn geschubst, offensichtlich auch am Ohr gezogen. Da gab es keine andere Entscheidung. Das war eine Tätlichkeit. Das war eine Tätlichkeit. Der zieht denn ja nicht nur am Ohr, um ihn, was weiß ich, zärtlich zu tätscheln. Ne? So muss man sagen, dass beide vorher auch die gelbe Karte gesehen haben. Rijkaard für ein schweres, brutales Foul, Völler für Meckern. Ich weiß nicht, wo da das Maß liegt. Das ist mir nicht ganz, geht mir nicht ganz in meinen Kopf rein. Wir haben ja dann nochmal diese Zeitlupenszene mit unserer Sonderkamera gesehen, meine Damen und Herren. In der war auch nichts zu erkennen, dass vielleicht im Nachgang zu dieser ganzen erregten Diskussion Völler noch irgendwas gemacht hat. Also mit dem uns zur verfügbaren Bildmaterial müssen wir ganz klar sagen, eine krasse Fehlentscheidung, dieser Platzverweis von Rudi Völler. Für mich eine Entscheidung des Schiedsrichters, vielleicht dahingehend, dass er Rijkaard die rote Karte gezeigt hat und dann als, sagen wir mal, als Kompromiss
dem Rudi Völler gleich mit. Aber das ist natürlich eine lächerliche Entscheidung, die man nicht akzeptieren darf. Vielleicht können wir das gleich noch mal sehen. Schauen wir uns erstmal die ersten Szenen an, die Chancen für die Niederländer. Hier Pulitz Flanke und dann die erste Möglichkeit für den ebenfalls farbigen Aaron Winter. Da war Andi Brehme noch dabei, rettet zur Ecke, aber das war ganz brenzlig. Van Aerles Flanke und auch da hat nicht viel gefehlt. Völler und Reikert etwas zu unseren Gunsten besser geworden. Wir hatten vorher viel mehr Probleme. Es kann möglich sein, dass wir sogar in die Verlängerung müssen. Und dann sind zwei frische Spieler sicherlich wertvoller als jetzt nach 45 Minuten. Ich würde so spielen oder so weiterspielen wie bisher. Vielleicht, dass Buchwald und Berthold etwas offensiver den Jürgen Klinsmann vorne unterstützen. Also der Buchwald hat es ja dann, nachdem wir darüber gesprochen hatten, zwei, dreimal auch prima gemacht. Ja, warten wir es mal ab, was sich der Franz einfallen lässt. Er war ja ausdrücklich in der Kirche und hat auch den Beistand des lieben Gottes erbeten für richtige Entscheidungen. Und vielleicht hilft dieses. Jörg. ...worden ist, das heißt, entweder an den Haaren gezogen worden ist, dass es so aussah, als wenn er sich entschuldigen wollte, hat dabei eben die Haare etwas länger gezogen, sodass es wehtat und er sich nur beim Schiedsrichter beschwerte. Ich konnte gerade gut die Wiederholung beobachten und auch feststellen, dass selbst Rudi Völler bei dem angeblichen Van Breukelen-Foul einfach beiseite gesprungen ist und dass ich aus meiner Sicht vielleicht gesehen habe, dass Van Breukelen sein rechtes Bein ein bisschen weiter ausgestreckt hat. Kann mir dazu eigentlich nicht erklären, warum der Schiedsrichter da ausgerastet ist, aber vielleicht wollte er einfach nur Ruhe haben und hat beide vom Platz geschickt. Herr Brunhoff, wir werden sicherlich gleich noch weiter darüber zu reden haben, wie es in der zweiten Halbzeit sich fortsetzen könnte, vor allen Dingen auch im taktischen Bereich. Zunächst aber wollen wir unseren Zuschauern zu Hause eine kurze Pause gönnen. Aber, liebe Zuschauer, wenn Sie trotzdem am Gerät bleiben, dann werden wir Ihnen jetzt verraten, in den nächsten zwei, drei Minuten, ob Sie bei unserem Dingsda-Quiz Nummer 7 gewonnen haben. Zunächst einmal auch mit einer anderen Aufstellung gespielt haben. Und da muss man erstmal abwarten, bis dass man sich reinfindet. Und mit einer anderen Aufstellung, als Franz Beckenbauer sie vermutet hatte. Vermutet hatte, klar. Und diesbezüglich hat dann jeder erstmal ein paar Minuten oder eine Viertelstunde nötig, um sich seinen Freiraum zu erkämpfen und zu erkennen, was er machen kann eigentlich im Spiel. Und das ist ja dann nachher doch besser geworden. Und wir haben die Alter, im Prinzip ist, was wir machen, wir sind alle beide vom Platz geflogen. Ist vorbei, Spiel ist für uns vorbei gewesen, dann mussten wir uns mit abfinden. Was meinen Sie, worauf ist der Sieg in erster Linie zurückzuführen? Hat die Mannschaft gerade nach dem Platzverweis gesagt, jetzt erst recht, jetzt auch für Rudi Völler? Ja, ich glaube schon, das haben wir schon in der Halbzeit gesagt. Ich glaube, wir waren auch konditionell besser drauf. Das hatten wir auch zum Schluss gesehen. Sicherlich einige Holländer waren kaputt, von uns natürlich auch einige Spieler. Aber ich habe doch das größere Herz hatten wir heute auf unserer Seite. Wie beurteilen Sie die Leistung von Jürgen Klinsmann? Ja, vom Jürgen, der hat super gespielt. Eine Stunde hat er super gespielt. War natürlich schwierig für ihn zum Schluss. Er musste die Wege, die ich nochmal mit ihm zusammengehe, musste dann alleine gehen. Und da muss er natürlich praktisch doppelt so viel laufen als normal. Und das ist natürlich schwierig für ihn. Rechnen Sie mit einer Sperre? Ja gut, ich meine, die Regeln sind halt so, dass man nach einer roten Karte ein Spiel gesperrt wird. Vielleicht guckt sich die FIFA das nochmal auf Video an, dass ich nichts gemacht habe. Aber ich muss mit einem Spiel sperren. Danke, Rudi Völler. Es folgt das Blitzinterview mit den Trainern. Danke. Es dauert wohl noch ein bisschen, habe ich gerade gehört, mit den Blitzinterviews. Auf alle Fälle stehen die beiden Trainer gleich bereit. Leo Benacker auf der anderen Seite und natürlich Franz Beckenbauer. Jetzt kommt es. Hier ist die Ei. Ja, het is heel anders. Het is omgedraaid aan twee jaar. En, ja, dat is het. Het merkwaardig is, denk ik, dat dit de beste wedstrijd was van de vier in Nederland gespeeld heeft. Is dat het beste spiel van vier spelers die Holland gespeeld had? Heute haben wir das beste Spiel gespielt. Die Brasilianer haben heute Mittag auch sehr gut gespielt und sind rausgegangen. Wir haben sehr gut gespielt und sind auch aus. Wie wichtig ist das, die rote Karte von Frank Rijkaard? Rijkaard war weg von Klinsmann, der super Klinsmann, der sehr gut gespielt hat. Es ist sehr wichtig für uns gewesen, dass Rijkaard eine rote Karte bekommen hat. Das war für uns schlimmer wie Völler bei Deutschland. Denn Rijkaard ist der Aufbau ist sehr gut. Ich habe gestern Abend schon bei euch im Programm gesagt, Klinsmann ist für Deutschland natürlich ein wichtiger Spieler, aber Rijkaard ist für uns sehr wichtig. Endlich hat das WM angefangen. Heute Mittag mit Brasilien und Argentinien. Es ist nicht anders. Wie gehst du weg aus diesem Turnier?
Wie verlässt du dieses Turnier? Ich denke, ja, ich glaube, wenn man dieses Spiel schlecht gespielt hat und dann verloren hat. Wir haben ganz mäßig gespielt, aber wir haben gegen den hohen Favorit gespielt und wir haben sehr gut gespielt. Wir haben gute Möglichkeiten gehabt, aber wir haben keine Tore geschossen. Okay, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank sage ich auch an Ewart ten Apel, den Kollegen von NOS, der einfach mal eben schnell zu uns gekommen ist und das prima übersetzt hat. Vielen Dank. Ja, Karl-Heinz Rummenigge setzt sich gerade den Kopfhörer wieder auf. Meine Mutter sagt gelegentlich, wer weiß, wofür es gut ist. War vielleicht die Szene mit dem unberechtigten Platzverweis von Rudi Völler die Initialzündung für die deutsche Mannschaft? Sicherlich nicht zufällig. Herr Beckenbauer, Glückwunsch. Es war ein sensationelles Spiel. Wir haben unheimlich mitgezittert oben. Es war ein Spiel, da brauchte man sehr viel Geduld. Das war unsere Marschroute. Deswegen haben wir auf einen offensiven Mann verzichtet und dafür einen defensiven Mann eingebaut, weil wir wussten, die Holländer hatten am Donnerstagabend ein schweres Spiel. Sie konnten unmöglich in diesen zwei Tagen die Kräfte aufholen. Das wussten wir, mit dem haben wir gespielt. Wir haben sie gejagt, wir haben sie, und sie sind mitgelaufen, sie mussten mitlaufen. Und dann sind sie immer müder und müder geworden und dann haben wir die Tore gemacht. Ja, aber nochmal gefragt, das Prinzip oder das System gibt Ihnen eigentlich recht. Aber wir waren alle überrascht. Wir sprachen von einer Sechser Abwehrkette, das haben wir noch nie gesehen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Na gut, wir hatten ursprünglich den Kieft erwartet von Anfang an, aber das ganz gleich, wie der Gegner spielt, so war unsere Ausgabe. Dass Gullit und Verbasten spielen wird, das ist klar. Es handelt sich also nur um Kieft. Ich habe ihn an und für sich erwartet, dass er nicht gespielt hat. Das war an und für sich ganz gut für uns. Dadurch hatte der Guido Buchwald den Aaron Winter, den er schon in Rotterdam gegen den schon gespielt hat, den kannte er also. Und so hatten wir unsere Ordnung. Wir hatten in den letzten Spielen, vor allem gegen Kolumbien, im mittleren, im zentralen Bereich, hatten wir Probleme. Und das haben wir heute abgestellt. Herr Beckenbauer, wir müssen unbedingt noch ein Wort über den Schiedsrichter verlieren. Ich habe Sie da unten noch am Spielfeldrand gesehen. Sie haben da mitgezittert und haben auch sicherlich nicht jede Entscheidung mittragen können heute. Na gut, ich weiß nicht, wie lange man sich das noch gefallen lassen kann, was hier bei dieser Weltmeisterschaft gepfiffen wird. Also das passt schon nicht mehr auf eine Kuhhaut, was der heute wieder veranstaltet hat. Ich glaube, langsam wird es zu einer lächerlichen Veranstaltung. Jetzt lassen Sie uns immer noch über die tolle Leistung der deutschen Mannschaft reden, und zwar über Guido Buchwald. Haben Sie Guido Buchwald schon mal als so einen starken Halbstürmer erlebt? Na gut, wenn ich nicht von ihm überzeugt gewesen wäre, dann hätte er eine andere Position gespielt. Er hat ja die zentrale Mittelfeldposition beim VfB Stuttgart jahrelang gespielt. Er hat bei uns einige Mal, ich habe es gerade erwähnt, in Holland gespielt. Aber er kann das. Aber Guido Buchwald als neuer Schwabenpfeil. Ja gut, er kann es. Er hat es auch beim VfB schon einige Male gewesen und heute sind natürlich auch Kräfte frei geworden. Der Gegner war Holland. Wir waren natürlich besonders motiviert, wie der Gegner auch. Das hat man gesehen. Und es hat halt alles gestimmt. Heute waren wir vielleicht nicht nur die Besseren, sondern auch die Glücklicheren. Sie es mir bestätigen, dass Klinsmann heute das Spiel des Lebens gemacht hat in der Nationalmannschaft? Ja, der Jürgen Klinsmann hat heute über seine Verhältnisse gespielt. Er hat dann auch, wo er ausgewechselt wurde in der Zeit, hatte er Wadenkrämpfe oder Krämpfe am ganzen Körper. Ja. Er musste also ausgewechselt werden. Ich habe zur Mannschaft zur Pause gesagt, nachdem das mit dem Rudi Völler passiert ist, sage ich, jetzt habt ihr Gelegenheit zu beweisen, für den Rudi zu kämpfen. Der hat jetzt über 70 Länderspiele für euch gekämpft und jetzt kämpft ihr für ihn. Herr Beckenbauer, vielen Dank, ich freue mich auf nächsten Sonntag. Dankeschön. Danke. So, wir freuen uns nochmal die Höhepunkte der zweiten 45 Minuten mit Ihnen, liebe Zuschauer, zu Hause ansehen zu können. Und es gab ja noch einen Höhepunkt zu Ende führen, weil das war ja die Schlüsselszene in der 22. Minute, die beiden Platzverweise für Rijkaard und für Völler. Bis dahin war unser Spiel nervös. Und dann wuchsen 10 Deutsche über sich hinaus. Es war so ein Schicksalsereignis, würde ich sagen. Die deutsche Mannschaft in dem Moment war unheimlich verärgert, das hat man gesehen. Sie ist dann viel engagierter gekommen, während sie in den ersten 20 Minuten nervös gespielt hat, zu weit hinten drin gestanden hat. Und dann durch diesen Startschuss, durch diesen Leiderplatzverweis, muss man sagen, gegen Rudi Völler, ging es richtig los. Und in der zweiten Halbzeit hat sie dann fantastisch gespielt, hat toll gekontert, klug gespielt und meiner Meinung nach auch ganz klar zu Recht gewonnen. Gratulieren wir also der deutschen Mannschaft zum Schluss nochmal hier vom Sprecherplatz zu diesem 2:1. Wünschen dir viel Erfolg fürs Viertelfinale. Danke auch Ihnen, Karl Rummenigge. Bitte bis so. Nächsten Sonntag. Ja. Und ein herzliches Dankeschön an unsere beiden Reporter, auch an Herbert Fassbender und an Karl-Heinz Rummenigge. Ja, liebe Zuschauer, es ist schon merkwürdig. Die wichtigen Spiele zwischen beiden, zwischen Deutschland und Holland, gehen komischerweise immer 2:1 aus. 1974 der Sieg bei der Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft, 1988 der Sieg für Holland bei der Europameisterschaft im Halbfinale und heute nun im Achtelfinale der WM 90 genauso.
Wir sammeln jetzt für Sie Stimmen von den wichtigen Spielern des Abends. Wir hoffen, dass wir sie so innerhalb der nächsten Minuten zusammenbekommen. Haben aber auf der anderen Seite unseres Landes auch einen Ü-Wagen stationiert. Einen Übertragungswagen, der 5 Kilometer jenseits der deutschen Grenze steht. In Holland, genauer gesagt in Herlin. Mal schauen, ob die Leitung steht. Wir schalten um zu unseren Kollegen, um Stimmungen einzufangen. Merkebruf. Entschuldigung. Du sagst, dass die Deutschen immer Glück haben, aber ich sehe bei dir die Nummer 10 auf dem Trikot, wenn du das mal zeigst unseren Zuschauern. Der Mann, der diese Nummer bei euch in der Mannschaft trägt, hat auch nicht besonders gut gespielt, oder? Ja, das kommt. Okay, die Deutschen haben gut verteidigt und ja, ich hoffe, die Holländer verdienten einen Ausgleich und dann im Verlängerung. Ich frage deinen Freund mal, du bist ja immer noch gute Laune. Du bist ja immer noch gute Laune, trotz der Niederlage. Warum? Ja, wir haben gut gespielt. Das stimmt. Was sagst du zu der Leistung von Marco van Basten? Er hat wieder nicht ganz das gebracht, was er sonst gegen die Deutschen bringen kann, oder? Ja, aber Marco van Basten ist fast Vater geworden. Was schaffst du? Liebe Zuschauer, ich höre gerade, mein Kollege Ralf Scholz hat auch einige Fans um sich versammelt. Ich gebe ab zu ihm. Ja, aber meine Gesprächspartner sind nicht so sehr gut gelaunt. Ihr guckt alle ein bisschen traurig. War es so schlimm? Ja, für uns schon. Wir haben mehr gedacht, dass wir gewinnen. Es kann immer mal passieren, dass wir verlieren. Ja. Was glaubt ihr, was hat eure Mannschaft falsch gemacht? Ja, falsch. Sie haben gerade gut gefußballt, aber es war nicht so gut, um zu gewinnen. Was habt ihr hier sehr häufig, habt ihr die Schiedsrichterleistung bemängelt? Die beiden Platzverweise fandet ihr nicht gerechtfertigt. Wie habt ihr die Leistung des Schiedsrichters hier gesehen? Ja, wie bei Reigard. Ich weiß nicht, warum Reigard rausgeschmissen ist. Ne? Und da war noch mal von Basta, der hat auch eine gelbe Karte bekommen. Ja, und das war auch nicht richtig. Gut, der Jürgen ist jetzt weiter dran mit den nächsten, hoffentlich noch feiernden Fans. Liebe Zuschauer, ich habe hier einen weiblichen Fan, der sich relativ ruhig verhält, aber trotzdem mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden ist, oder? Ja, ich finde, es habe sehr schlecht gespielt, aber ja, Deutschland hat gewonnen. Es habe sehr gut gespielt. Liebe Zuschauer, ich glaube, die Stimmung spricht für sich. Man kann ja sagen, kaum randalierende Fans, sicherlich eine positive Erscheinung. Und mit diesen schönen Eindrücken eigentlich zurück nach Rom. Egal wie. Deutschland ist weiter und Holland ist im Achtelfinale ausgeschieden. Und die deutsche Mannschaft trifft nun auf die CSFR im Viertelfinale am kommenden Sonntag. Thomas Klinger klopft Stärken und Schwächen unseres nächsten Gegners ab. Stimmungsmäßig wird es eine große Umstellung. Vom Sand des Südens in Bari nach Mailand. Von einem nicht mal zur Hälfte gefüllten muschelförmigen Kunstbau im Achtelfinale zum vollbesetzten viereckigen Meazza-Stadion. Einer, der beides kennt, Berti Vogts, der unauffällige, kritische Beobachter. Einer, der beides kennenlernen wird, der Philosoph unter den Trainern, Dr. Josef Wenglosch. Nationaltrainer und Philosophieprofessor nach dem Sieg, ruhiger. Wir werden sicherlich noch viel besser spielen können, wenn der Gegner besser spielt. In Mailand, da wird es ein ganz hartes Spiel und ein ganz schwerer Gegner. Costa Rica zeigt zumindest eins auf, dass die Deckung der CSFR manchmal ihre Auszeit nimmt oder aber auszuspielen ist, zum Beispiel mit schnellem Kombinationsspiel. Der Mann hinter der Abwehr, Stayskal, kein Mann der Show. Nein, er ist ruhig, sicher, zupackend.
ebenso wie die Nummer 5, der Abwehrchef Kocian. Spielt ja beim FC St. Pauli, ein Routinier, Marc Augenthaler. Stracker und Kadlec hat er zwei starke Manndecker, aber sie alle mögen ihn nicht, den überraschenden Pass, den schnellen Antritt. Wir haben unser Ziel schon erreicht, also die Spieler sind alle ruhig und die Frauen sind schon wieder da heute. Na, das läuft ja optimal. Ebenso wie die Aufgabenverteilung im Mittelfeld, der Deuter und Denker Chovanec. Dann Moravcik, einer von denen, die sich noch fürs Ausland empfehlen wollen. Wärmstens, versteht sich. Lukas Kubik spielt bereits in Florenz, wenn auch nicht immer so erfolgreich. Seit 2,5 Jahren arbeiten wir zusammen. Und jetzt haben wir eine gute Mischung aus ausländischen Spielern und welchen, die in der GSFR spielen. Und mittlerweile haben sie auch eine Freundschaft entwickelt untereinander. Sie respektieren sich und auch die Trainer und die Funktionäre. Es ist wie eine Familie. Seine Anmeldung zum Lieblingssohn gab Thomas Kuhavri mit 3 Kopfballtoren am Samstagabend ab. €5 Millionen sollen sie wert sein, die insgesamt 5 Treffer des 25-Jährigen. Ablöse, Anstieg, sicherlich eine Ermessensfrage. Ebenso wie das nächste Spiel. Ja, nächster Gegner. Die Deutschen sind zu stark für uns, aber die Holländer spielen momentan nicht so gut oder nicht so stark. Also von der sportlichen Seite lieber die Holländer, aber für mich, ich möchte gerne gegen Deutschland spielen. Auch, glaube ich, auch ganze Mannschaft. Und glaube, dass wir zeigen, auch die Deutschen, auch wir, ganz anderes Spiel als in Düsseldorf. Auch mit anderen Ergebnissen. Die 0:1 Niederlage zählt nicht mehr. Die Spieler wollen sich zeigen auf dem internationalen Markt. 7 sind bislang im Westen. Die Zahl dürfte auf alle Fälle steigen. Ebenso wie das Selbstvertrauen. Auch das des GSFR-Fußballverbandspräsidenten Jera. Wir haben nie gehofft, jetzt hoffen wir. Patty Vogts hatte seine spielerischen Einblicke und Erkenntnisse. Ob's neue waren? Wir hatten jedenfalls neue Einblicke. Schön, dass auch für die Schieds- und Linienrichter gilt. Hauptsache, der Ball ist rund. Deutschlandpause, liebe Zuschauer. Das Stadion hat sich so langsam geleert. Selbst die holländischen Fans, die lange, lange Zeit da oben in ihrem Block festgehalten worden sind von der Polizei, das hatte Sicherheitsgründe, sind inzwischen rausgeleitet worden. Und wir können noch einmal Rückschau halten auf das Spiel von heute Nachmittag. Es war ja auch eine denkwürdige Partie, alleine schon von den Namen her. Argentinien, der Weltmeister gegen Brasilien, den Vorrunden- oder Gruppensieger und Mitfavoriten bei diesen Titelkämpfen. 1:0 ist es ausgegangen, das wissen Sie, es wird sich mit Sicherheit bei Ihnen rumgesprochen haben. Und jetzt kommt einer der sogenannten Nachberichte, den meine Kollegen Ludwig Everts und Gerhard Delling in der Zwischenzeit gefertigt haben. Lange nach dem Spiel. Gleiche Bilder, bei vielen gleiche Gedanken. Und ein verzweifelnd schwitzender brasilianischer Trainer im Gespräch mit einem Reporter, der alles andere als freudig soeben noch seinen Job erfüllte. Das ist halt Fußball. Dabei ergeben sich leider ab und zu Dinge, die einen schon sehr traurig machen können. Es war nun mal eines der besten Spiele Brasiliens. Wir hatten ja auch eine ganze Reihe von wirklich guten Torchancen. Sprach's und dachte sicherlich sofort wieder an den Lattenschuss von Careca. Und im gleichen Spielzug traf dann ja auch noch Alemão, das Winkelkreuz. Aber es gab weitere Chancen für Brasilien.
dutzendweise sozusagen. Nur war nicht immer Pech im Spiel. Zum Teil wurden sie kläglich vergeben. Wie diese kurz vor dem Ende durch den hippeligen Müller. Angesichts der klaren Überlegenheit blieb dem Trainer nur immer und immer wieder die gleiche verzweifelte Analyse. Doch, ganz klar, Brasilien hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Nur das Tor hat gefehlt, das uns den Sieg gebracht hätte. Davon bin ich fest überzeugt. Argentinien ist uns nur ein einziges Mal entwischt. Wir haben sehr gut gespielt und ständig angegriffen. Es war einfach nur eine Mannschaft auf dem Feld. Und das von Beginn an, als beispielsweise der Napolitaner Careca nach gerade 2 Minuten zum ersten, aber nicht letzten Mal im entscheidenden Moment versagte. Oder als kurze Zeit später dann doch wieder Pech im Spiel war, als Dunga nur den Pfosten traf. Ja, ganz klar, da war sehr viel Pech im Spiel für Brasilien. Die waren lange Zeit tonangebend und wir hatten unsere Probleme. Und sie hatten klar die besseren Chancen, sie haben sie aber nicht genutzt. Wir haben viele Verletzte, aber trotzdem haben wir mit geringen Mitteln und Möglichkeiten das Spiel im entscheidenden Moment herumgerissen. Davor aber wurde er, Maradona, herumgerissen, wieder und wieder. Es ist wirklich brutal, was der Mann einstecken muss. Ich fühle mich jetzt sehr glücklich und im Moment sind meine Verletzungen am Knie und am Oberschenkel, die sehr schmerzen, nicht so wichtig. Für uns zählt nur, dass wir gerade eine so großartige Mannschaft wie die von Brasilien geschlagen haben. Dabei hatte es so schlecht begonnen für ihn. Ausgepfiffen wurde er bei der Nationalhymne von den Nicht-Napoli-Fans in Italien. Selbst unzufrieden war er über seine eigene Leistung. Und vor allen Dingen über das Schuhwerk. Aber wenn er was tat, dann blitzte sein Genie auf. Und mit solchen Szenen baute er sich dann selber wieder auf. Seine größte Tat, die Vorbereitung zum entscheidenden Treffer des Tages durch Caniggia, der den Weltmeister ins Viertelfinale bringt und Brasilien ins Bodenlose stürzt. Das Ende vom Lied, tief getroffene brasilianische Fans, die wohl immer wieder die gleiche Szene vor Augen haben dürften. Aber zum Glück konnte sie schon wieder etwas lächeln. Einmal also kam der Gruppendritte weiter bei den beiden heutigen Achtelfinalspielen, nämlich Argentinien. Einmal der Gruppenerste, nämlich die Bundesrepublik Deutschland. Der Teamchef Franz Beckenbauer ist im Augenblick bei der Pressekonferenz. Er stellt sich den Medien aus aller Welt und die Spieler, sie werden wohl noch unter der Dusche stecken. Reinhold Beckmann ist auf alle Fälle unterwegs, um die wichtigsten Stimmen für sie einzufangen. Es war ein Spiel, liebe Zuschauer, bei dem man sicherlich die Leistung von Klinsmann oder auch von Matthäus hervorheben kann, aber in dessen Mittelpunkt eigentlich die Leistung der Mannschaft stand. Sie haben alles gegeben und die Bilder werden es auch gezeigt haben. Einige der Spieler waren am Ende, wie Fritz von Ton und Taxis es formulierte, richtig gehend platt. Allerdings, es hat sich auch gelohnt. Reaktionen der Betroffenen und der Beteiligten. Reinhold Beckmann mit Lothar Matthäus, dem Kapitän. Lothar Matthäus, Glückwunsch. Es war ein so dramatisches Spiel für uns und ihr musstet unheimlich viel Geduld beweisen. War das so vorausgeplant? Ja, es war ganz sicher eine Taktik von uns, dass wir abwartend spielen, weil wir wussten, dass die Holländer 2 Tage weniger Regenerationszeit gehabt haben. Sie hatten erst am Donnerstag ihr letztes Spiel gegen die Irländer. Wir konnten dagegen am Dienstag spielen. Also glaube ich, war es ein Vorteil, dass wir heute den Vorteil, den wir auch ausgenutzt haben. Wir haben abgewartet und in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir wirklich konditionell stärker waren wie die Holländer. Es war ein Riesenkampfspiel, aber der Schiedsrichter hat es zwischendurch wieder zu einem, ja, zu einem unglücklichen Spiel gemacht, möchte man sagen. Was sagen Sie zu den Schiedsrichterleistungen hier bei der Weltmeisterschaft? Sie haben es ja selber erleben müssen mit dieser gelben Karte da. Ja, ich muss sagen, ich finde es erst einmal gut, dass die Schiedsrichter durchgreifen bei V-Spielen. Aber wenn ich die roten Karten von Gullit und von Reikart und Völler sehe, muss ich sagen, es ist doch ein bisschen Witz. Man sollte ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen, auch bei mir. Das Pech ist halt jetzt, bei der zweiten gelben Karte bin ich gesperrt. Und wenn ich im Halbfinale eine gelbe Karte bekomme, dann bin ich wegen so einer witzgelben Karte von heute bin ich gesperrt. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Haben Sie Guido Buchwald schon mal jemals als so einen starken Stürmer erlebt?
Ja, okay. Wir wissen, dass der Guido auch beim VfB Stuttgart in der defensiven Mittelfeldrolle spielt. Er hat es auch schon in den Vorrundenspielen gezeigt, dass er gut drauf ist, dass er in Form ist. Und wenn er eben das nötige Selbstvertrauen hat, und das hat er anscheinend jetzt, dann ist er auch ein wichtiger Mann nach vorne. Uns hat es am Anfang ein bisschen überrascht, Heribert Fassbender und Jörg von Thora bezeichnen das als Sechser-Abwehrkette, dass er so defensiv eingestellt wird. Und dadurch mussten Sie sich ein bisschen weiter nach vorne orientieren, das, was Ihnen sonst ja nicht so viel Spaß macht. Ach, mir macht eigentlich alles Spaß in dieser Mannschaft, aber es ist so, wir hatten natürlich auch unser Konzept zurechtgelegt. Sie hatten mit Gulit, Van Basten, wir dachten auch, Kift spielt von Anfang an drei kopfballstarke Innenstürme. Und deswegen haben wir mit drei sozusagen Vorstoppern agiert. Danach ist die Rechnung nicht ganz aufgegangen, aber wie man gesehen hat, Guido Buchwald ist ein ordentlicher Mittelfeldspieler, der auch seine Impulse nach vorne bringt und dadurch auch für Littbarski und mir uns beiden ein bisschen den Rücken freigehalten hat. Lothar Matthäus blickt nach vorne. Nach vorne, aber erstmal heute Abend. Es war davon die Rede, dass eventuell jetzt mal drei Tage frei sind. Was wird passieren? Heute Abend und dann später? Also wir werden heute ganz sicher ein paar Flaschen aufmachen. Das haben wir uns verdient. Die Holländer haben uns bei der Europameisterschaft 88 im eigenen Land geschlagen und es war natürlich für uns eine Genugtuung, heute hier in einem Weltmeisterschafts-Achtelfinale gegen die Holländer zu gewinnen. Wir werden heute Abend ein bisschen feiern, aber ich kann es Ihnen versprechen und den deutschen Fans auch, wir werden uns vorbereiten auf das Viertelfinalspiel gegen die Tschechoslowakei. Wir werden keine drei Tage frei machen. Wir haben unsere Freiheiten hier, wir sind hier bei einer Weltmeisterschaft und das Liebesleben muss ein bisschen kürzer treten bei so einer Sache. Sie sprachen eben gerade von Genugtuung gegenüber den Holländern, zwei Jahre zurück Hamburg. War das auch auf dem Platz zu spüren? Aggression unter den Spielern? Nein, wir sind alles Spieler, die wissen, auf was das ankommt. Okay, Holland gegen Deutschland ist schon immer was Besonderes gewesen, vor allem seit dem 74er Endspiel. Die Holländer wollten es uns beweisen, sie haben es uns vor zwei Jahren bewiesen. Es sind unschöne Szenen passiert nach dem Spiel und ich glaube, heute haben wir das auf dem Platz wiedergegeben, was wir eigentlich vorgehabt haben, nämlich ins Viertelfinale vorzurücken. Lothar Matthäus, vielen Dank und dann viel Spaß heute Abend. Ne? Und ich freue mich auf nächsten Sonntag. Danke, tschüss, servus, wiederschauen. Und das eigentliche Ziel ist eigentlich noch ein viel größeres, nämlich das Vorrücken bis ins Finale von Rom am 8. Juli. Vor dem Spiel, da haben sich viele Experten darüber gewundert, dass Franz Beckenbauer Uwe Bein draußen gelassen hat, einen der wenigen Linksfüßer in der Mannschaft. Er saß noch nicht einmal auf der Bank. Vielleicht gibt es jetzt eine Antwort darauf, denn Uli Köhler hat Uwe Bein am Mikrofon. Uwe Bein ist gerade eine große Überraschung, dass Sie nicht in der Mannschaft haben. Teamchef war. Sie sind nicht verletzt, Ihnen fehlt nichts? Nein, gar nichts. Er hat mir das heute Morgen gesagt, dass ich nicht spiele. Gut, das habe ich akzeptiert, weil er gesagt hat, er bringt einen defensiven Mann. Aber das andere, das war schon ein Hammer, dass ich noch nicht mal auf der Bank gesessen habe. Also, ich weiß auch nicht warum. Hat er mit Ihnen auch keine Begründung gegeben? Oder hat jetzt nach dem Spiel versucht, kurz mir zu erklären, aber ich weiß nicht. Also für mich ist es ein Rätsel. Ein Rätsel und das andere, heute ein tolles Spiel gesehen, hat es Sie vom Hocker gerissen, trotz Ihrer Enttäuschung? Oh, dass ich nicht gespielt habe, war schon enttäuschend, aber ich habe natürlich der Mannschaft die Daumen gedrückt, weil wir wollen Weltmeister werden und ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Am Ende hätten wir vielleicht noch ein bisschen höher gewinnen müssen. Waren Sie überrascht, dass die Holländer so stark waren? Es war ein ungeheures Kampfspiel. Es war eigentlich klar, dass die Holländer stärker spielen als in den vorangegangenen Spielen. Darauf waren wir schon gefasst und ich glaube, wir haben gut dagegen gehalten. Was den Kampf angeht. Vom Spiel her haben Sie Ihre Linie ein bisschen vermisst. Ja gut, das kann man nicht sagen, aber wir haben, wie gesagt, wir hätten aus den Konterchancen vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen können. Okay, vielen Dank, Uwe Bein. Vielleicht sind Sie nächsten Sonntag wieder dabei. Ich hoffe. Alles klar, danke. Die Interviews, die laufen bei uns immer so ein bisschen tröpfchenweise ein, je nachdem, wie die Spieler aus der Dusche kommen. Inzwischen hat Pierre Littbarski geföhnt. Glückwunsch erstmal zu diesem sensationellen Spiel. Wir haben alle so mitgeschwitzt auf der Tribüne. Es war ja ein Spiel, wo man sehr viel Geduld haben musste, habe ich vorhin schon Franz Beckenbauer gesagt. Er hat gesagt, das war auch eigentlich auch unsere Taktik. Und es war auch für Sie eine neue Aufgabe im Mittelfeld, ja fast als Spielgestalter, als Regisseur. Ja, es war halt so, dass wir wussten, dass die Holländer durch die Mitte sehr gut kommen mit Koeman und Wouters und Rijkaard. Und da wollten wir eigentlich in der Mitte zumachen und durch den Verlust dann von Rudi Völler fehlte uns da eigentlich ein Mann. Und da war sehr viel Laufarbeit gefragt und besonders der Lothar und ich mussten natürlich Ballschlepper sein zwischen Mittelfeld und Abwehr. In der zweiten Hälfte haben Sie sich manchmal wohl ganz schön geärgert. Sie hatten zwei Riesenchancen. Ja, also die eine Chance, die musste ich reinmachen, da hat der Van Breukelen sehr gut gehalten. Ich hätte nochmal aufziehen müssen, wer links vorbei, hätte links vorbeigehen können.
Ist schade, aber vielleicht kommen die Tore dann im Viertel- oder Halbfinale. Meins war ja schon da, das war ein hervorragendes Tor. Ja, wir haben heute der Andreas Behme und besonders auch der Jürgen Klinsmann, dem ich es auch sehr gegönnt habe, der heute unheimlich geackert hat. Die haben die Tore gemacht, im nächsten Spiel machen die anderen was. Philipp Maski, ist das das neue System? Wir haben vorhin von einer Sechser Abwehrkette gesprochen. Wir waren alle überrascht, alle Journalisten haben nicht mit dieser Aufstellung gerechnet. Ja, es war halt so, dass wir natürlich schon Respekt vor den Holländern hatten, besonders vor der Kopfballstärke. Und wir haben da vier Mann gegengesetzt, vier große Spieler. Wir haben hinten dicht gemacht, man hat es auch gesehen, der Bodo Egner hat eigentlich kaum was zu tun gehabt. Klar, der Rudi fehlte uns nachher als Anspielstation im Angriff und dadurch waren wir nicht so offensiv, wie wir es sein könnten. Aber ich glaube, der Erfolg gibt dem Franz Beckenbauer recht und es war auch wirklich ein sehr ansprechendes Spiel. Stichwort Rudi Völler. Wie war die Situation in der Halbzeit, in der Pause, in der Kabine? Ich glaube, das war eine unheimliche Spannung, die sich erstmal entladen musste. Na, wir haben natürlich gesagt, wir spielen jetzt alle für den Rudi, der hat uns so schon so oft durch ein Tor aus dem Feuer gerissen und man hat auch gesehen, er war natürlich unheimlich traurig und er wollte eigentlich mitackern und konnte jetzt nur noch zuschauen und das hat uns natürlich zusätzlich motiviert, auch die 88er Niederlage natürlich, wir haben nochmal gesagt, jetzt zweite Halbzeit haben wir noch was zuzulegen und man hat auch gesehen, nachher waren die Holländer auch sehr müde. Was ist mit dem Versprechen, geht's jetzt 3 Tage in Urlaub oder bleibt ihr zusammen? Wir bleiben natürlich schon bei dem gleichen System, bei der gleichen Machart. Das heißt also einen Tag wahrscheinlich frei. Unsere Frauen sind da. Da legen wir uns ein bisschen irgendwo in Como, an Comer See, ein Schwimmbad, ruhen wir uns da aus. Ich glaube, da die ganze Reise nach Deutschland würde zu strapaziös werden. Wir machen 1,5 Tage bis vielleicht sogar 2 Tage Urlaub in Como. Und heute Abend erstmal Riesenparty. Schlafen. Schlafen? Nach so einem großen Spiel? Ja, wir müssen schon ausruhen. Ich meine, jetzt ist eine Sache geschafft und wir haben eine sehr gute Mannschaft ausgeschaltet, aber man hat gesehen, dass die Tschechen auch eine sehr gute Mannschaft sind und mit groß Schnaps und Wein ist, glaube ich, nicht. Wir werden jetzt kurz noch was essen und dann kriegen wir noch eine leichte Massage. Nicht von unseren Frauen, sondern von unseren Masseuren und danach geht's ins Bettchen. Dann guten Appetit und gute Massage. Ja, alles klar. Dankeschön. Aber Sie merken schon, die Frauen spielen doch eine gewisse Rolle bei den Spielern. Zuerst Lothar Matthäus, dann Pierre Littbarski. Selbstbewusst, souverän treten sie auf, aber keineswegs überschwänglich, denn sie wissen natürlich auch, dass noch ganz harte Aufgaben auf sie warten. Jetzt erst einmal eine Woche lang Pause und das schmeckt dem Teamchef überhaupt nicht. Er wäre gerne im Rhythmus geblieben, der so ähnlich ist wie der Europapokal-Rhythmus in Verbindung zusammen mit der Bundesliga. Mittwoch, Samstag oder auch Donnerstag, Sonntag. Egal, da müssen sie durch. Und nach diesem Spiel sind viele davon überzeugt, dass sie es auch schaffen können. Das war es von hier, liebe Zuschauer. Sie können aber, wenn Sie mögen, noch ein bisschen mehr Sport sehen. Zwar genau gesagt nach der Tagesschau, die jetzt gleich folgt, den großen Preis von Mexiko in der Formel 1. Wenn Sie mögen, bleiben Sie also dran. Ich darf mich aber von hier aus Mailand, aus San Siro verabschieden. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Abend gehabt und ich hoffe, dass Sie sich genauso gefreut haben über den deutschen Sieg wie wir. Morgen früh geht es weiter. Ab 11.03 Uhr empfängt Waldemar Hartmann Sie dann wieder aus unserem WM-Studio in Rom. Und wir werden Ihnen zum einen das komplette Spiel noch einmal servieren, zum anderen aber auch schon Analysen, Hintergründe und Live-Interviews von der Pressekonferenz zeigen, die dann um 12 Uhr mittags sein wird. Also, wenn Sie Zeit haben, schauen Sie ab 11.03 Uhr morgen wieder rein. Das war es dann endgültig. Schönen Dank nochmal fürs Zuschauen. Am Ende wie immer die Bilder der WM. Tschüss dann. On.
gemeint. Das Spiel hat für viel Gesprächsstoff gesorgt. Nicht zuletzt zwei Karten, die verteilt worden sind vom argentinischen Schiedsrichter. Eine gelbe für Lothar Matthäus und die rote Karte für Rudi Völler. Heute, wie immer, Pressekonferenz im deutschen Lager in Erba. Und Franz Beckenbauer nahm zu diesen Karten und der Schiedsrichterleistung Stellung. Lothar Matthäus hat einen schnellen Freistoß ausgeführt bzw. ausführen lassen. Schiedsrichter hat den Ball freigegeben, wie bestätigt wurde. Der Lothar hat dann nicht, der hat ihn nicht einmal abgepfiffen, sondern hat die Situation weiterlaufen lassen, hat dann abgepfiffen, als der Lothar das Tor gemacht hat und zeigt ihm die gelbe Karte. Also irgendwie erstaunlich die ganze Geschichte. Dann beim Rudi Völler auch, der Rudi Völler wurde gefoult, daraufhin bekam, ich glaube der Reikert war es, ja, bekam die gelbe Karte, dann kam die Situation mit dem Van Breukelen, wo der Rudi ihn, den Torhüter, überhaupt nicht berührt hat. Daraufhin zieht ihm der Frank Reikert an den Haaren, spuckt ihn an und daraufhin wiederum stellt der Schiedsrichter beide vom Platz. Also das sind alles Tatbestände, die klar da sind. Es gibt Fernsehbilder. Ich hoffe, dass die FIFA einsichtig genug ist, die Fehlentscheidungen des Schiedsrichters zu korrigieren. Franz Beckenbauer hätte gestern in einem Interview gesagt, diese Weltmeisterschaft, wenn man die Schiedsrichter nicht aufpassen, artet auch zum Karneval. Welche Empfehlung geben Sie, damit das verhindert wird? Ja, das ist schwierig. Gut, nach dem Spiel ist man halt immer ein bisschen besonders aufgeregt und mit der Wortwahl nicht immer sehr umgänglich. Aber es ist einfach, fällt halt einfach auf, dass bei dieser Weltmeisterschaft viel zu unterschiedlich gepfiffen wird. Dass ein Teil der Schiedsrichter großzügig pfeift, ein Teil wieder sehr kleinlich, wie wir auch teilweise gestern wieder gesehen haben, mit roten und gelben Karten sehr schnell bei der Hand sind. Andere Schiedsrichter lassen viel mehr durchgehen. Ich meine, allein die Tatsache, dass ein europäisches Spiel, Deutschland-Holland ist nun mal eine europäische Auseinandersetzung, ein Südamerikaner pfeift und ein südamerikanisches Spiel, Brasilien gegen Argentinien, ein Europäer pfeift, na gut, ich glaube, da fällt einem dann wirklich nichts mehr ein. Man hat auch wieder deutlich gesehen, auch gestern, dass einfach die Linienrichter nicht in der Lage sind, die Fahne zu heben. Das sind keine Linienrichter, das sind Schiedsrichter und das ist ein Unterschied. Das ist genauso ein Torwart und Linksaußen. Die sind zwar auf dem Feld, aber haben unterschiedliche Aufgaben. Und ein Linienrichter ist ein Linienrichter und da muss ein ausgebildeter Linienrichter hin. Es müssen Teams hin. Ja, dann kriegt man langsam da eine Ordnung hinein und keine Schiedsrichter an die Linie. Über Torwart und Linksaußen hat Max Merkel zum Beispiel seine eigene Meinung. Wenn Franz Beckenbauer die übertragen wollte auf Schieds- und Linienrichter, dann war sie sehr deutlich gemeint. Jetzt sehe ich in Erba den Kollegen Jörg von Torra da sitzen und erfreulicherweise, obwohl Franz Beckenbauer ja Trainings freigegeben hat, den Spieler des Tages von gestern zweifellos mit den großen Schlagzeilen heute, Jürgen Klinsmann. Jörg, bitteschön. Ja, einen schönen guten Tag nach Rom und hallo liebe Zuschauer. Jürgen Klinsmann ist schon da, Rudi Völler erwarten wir noch, denn es gilt natürlich auch noch mal über den Platzverweis zu sprechen. Aber zunächst mal, Klinsmann, war es eine kurze Nacht für Sie nach diesem Erfolg? Es war eine kurze Nacht, ja, sicherlich. Wir sind nur zusammengesessen, haben noch ein paar Bierchen getrunken. Und natürlich ist es so, dass man nach so einem Spiel extrem aufgedreht ist und kaum zur Ruhe kommt. Lassen Sie uns das Ganze vielleicht mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Die Aufstellung selber muss die Mannschaft ja wohl auch ein bisschen überrascht haben. Haben Sie zuerst geglaubt im ersten Augenblick, dass der Teamchef die Namen durcheinander gebracht hat? Inwiefern jetzt? Weil er zum Beispiel den Uwe Bein rausgenommen hat, nicht mal auf die Bank gesetzt hat und weil er halt mit einer so konservativen Aufstellung im Deckungsbereich gespielt hat. Sicherlich war es eine Überlegung, einfach in den defensiven Bereich zu verstärken. Ein Teil von uns Spielern hat auch nicht damit gerechnet, aber es hat dann ganz gut geklappt, vor allem deswegen, weil der Guido Buchwald aus seiner Rolle im defensiven Mittelfeld sehr viel gemacht hat. Er ist laufend nach vorne gemarschiert, er hat beispielsweise das erste Tor vorbereitet und hat den Uwe Bein dann hervorragend ersetzt. Das Verrückte ist, dass er auch eigentlich am zweiten Tor noch beteiligt war, denn er hat den Pass gegeben zum Andreas Brehme und danach folgte erst dieser Kunstschuss. Ist kaum noch einem aufgefallen bisher, aber der Guido war an beiden Toren beteiligt. Guido ist überall zu finden und mit seinen mittlerweile technischen Kabinettstückchen ist er immer noch für eine Überraschung gut. Vor allen Dingen, hatten Sie überhaupt erwartet, dass der Guido auch in dieser durchaus offensiveren Rolle als gewohnt so glänzen könnte? Ich kenne ihn von früher her. Er hat beim VfB schon oft im defensiven Mittelfeld gespielt und ist dann dauernd nach vorne marschiert. Ihm wird halt immer vorgeworfen, dass wenn er mal ein paar Fehler macht im technischen Bereich, hat er seine Schwächen. Und das hat er mal jetzt endlich unter Beweis gestellt, dass er auch imstande ist, das spielerisch ohne Probleme mithalten zu können. Das freut mich sehr für ihn. Der Platzverweis von Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, war das wirklich so etwas wie eine Initialzündung für die Mannschaft? Hat er im Endeffekt der Mannschaft sogar nach vorne geholfen?
Nein, das kann man nicht sagen. Nein, es war für, wahrscheinlich für beide Teams war es ein kleiner Schock, weil genauso wichtig wie für uns der Rudi ist, ist für die Holländer der Frank Rijkaard. Das sind zwei absolute Spielerpersönlichkeiten im Spiel. Es war natürlich erschreckend, vor allem wie sich der Platzverweis zugetragen hat. Ich war unmittelbar dabei und es war ein absoluter Witz, vor allem die rote Karte für den Rudi, weil er hat überhaupt nichts getan. Er hat einmal, hat er ihn nach dem ersten Foul, er ging auf ihn zu und hat ihn angeschrien, auf diese Situation hin sah er gelb. Dann diese Situation, wo er am Torwart vorbeirutscht, will aufstehen, da packt ihn der Frank Rijkaard an den Haaren, er steht dann auf und ich habe ihn dann sofort weggenommen. Er hat also überhaupt nichts gemacht und auf diese Reaktion hin stellt er ihn von Platz. Es war also wirklich ein Witz. Jürgen Klinsmann, wir können uns das zusammen nochmal anschauen. Eigentlich sollte es Rudi Völler mitsehen, aber er ist immer noch nicht eingetroffen. Darum wollen wir jetzt die Szene aber durchaus mal einspielen. Sie haben sie schon ganz kurz geschildert. Es beginnt wirklich mit dem Foul von Rijkaard an Völler, hier ganz klar zu sehen. Und die logische Folge ist, glaube ich, die gelbe Karte. Da gab es gar keine andere Entscheidung durch den Unparteiischen aus Argentinien. Hier wird sie gleich gezogen werden. Dann aber ging das Spielchen weiter. Rudi Völler hatte sich gerade von dem Schock erholt. Da traf es ihn wie ein Keulenschlag von hinten. Passen Sie auf. Er kommt links ins Bild hinein, wieder Frank Rijkaard. Schaut einmal kurz, was der Schiedsrichter macht. Der dreht sich weg und dann, schwupps, spuckt er Rudi Völler an. Eine unglaubliche Nummer. Rudi Völler natürlich auch wie von Sinnen und dann sagt er ihm was. Gucken Sie mal auf die Lippen. Ja gut, ich glaube, das braucht man nicht allzu groß interpretieren oder beschreiben, was er da gesagt hat. Das war sicher nicht allzu nett. Auf der anderen Seite, es waren keine Handgreiflichkeiten dabei. Es war keine Aktion in dem Bereich von ihm und dann ging das Spiel weiter, kam der Freistoß. Aber genau dafür kriegt er dann die gelbe Karte, ja, nicht? Also diese Worte kriegt er die gelbe Karte und das ist schon ein Witz eigentlich schon schlechthin. Dann ging das Spiel weiter mit diesem Freistoß und dann hatten wir alle den Eindruck, als ob Rudi Völler versuchen würde, sogar an Van Breukelen vorbeizuspringen, um ihn nicht zu fallen. Er hat ihn auch nicht getroffen, er war ja dahinter gestanden. Und dann zieht er ihn an den Ohren und an den Haaren hoch und dann bin ich jetzt dazwischen, bevor der Rudi überhaupt was machen konnte, bin ich hin und habe den Rudi weg. Ich schubse ihn sogar noch nach hinten rüber. Und ist also vom Rudi seiner Seite überhaupt nichts passiert. Und dann zeigt er beiden Spielern, das war für uns wirklich erschreckend, beiden Spielern die rote Karte. Und das Spiel war dann noch nicht zu Ende. Ja. Dann will der Rudi da vom Platz gehen, dann kam er von hinten. Ja, Fortsetzung folgt. Ja, das Lama schlug erneut zu. Da war es zu sehen. Rudi Völler ist inzwischen eingetroffen. Herr Völler, Sie haben es eben gerade am Ende noch mitgekriegt. Ist man bei solchen Situationen nicht im ersten Augenblick geneigt, wenn man halt zweimal so bespuckt wird, selbst nach einer roten Karte noch, zuzuschlagen? Muss man sich da nicht sehr zurücknehmen? Naja, zuzuschlagen nicht, aber ich muss schon sagen, ich habe mich selber bewundert in den Aktionen, dass ich relativ ruhig geblieben bin. Ich meine, ich bin jetzt schon relativ lange dabei und man erlebt ja hin und wieder auch mal negative Sachen, so wie gestern, aber ich muss mich wirklich verwundern, dass ich so ruhig geblieben bin. Der DFB hat Protest eingelegt gegen die rote Karte, auch gegen die gelbe von Lothar Matthäus. Rechnen Sie sich Erfolgschancen aus, dass Sie also am nächsten Sonntag wieder spielen können? Ja gut, man soll schon hoffen. Ne? Ich hoffe schon. Ich hoffe auch, dass die FIFA, die Verantwortlichen der FIFA sich die Fernsehaufzeichnung nochmal anschauen und da nochmal ganz ins Detail reingehen. Und ich hoffe schon, dass sie sich davon überzeugen lassen. Dann wollen wir uns schnell noch mal ein bisschen um Jürgen Klinsmann kümmern im Spiel. Denn danach standen Sie, Jürgen Klinsmann, ja ganz alleine vorne im Angriff auf weiter Flur. Wir haben auch da ein paar Szenen vorbereitet, die können wir einspielen. Und daran werden wir sehen, liebe Zuschauer, was Jürgen Klinsmann da überhaupt zu tun hatte vorne im Angriff. Er war dauernd unterwegs, dauernd beschäftigt. Hier ist er mit der Nummer 18. Ein herrlicher Zweikampf und man sieht auch die ganze Anspannung in Ihrem Gesicht, Jürgen Klinsmann. Ja, ich meine, es war natürlich so, durch den Rudi sein Ausscheiden war ich halt vorne allein. Man musste dann noch mehr Laufarbeit leisten. Auf der einen Seite ist es ein bestimmter Vorteil von mir, mein läuferischer Bereich. Und den habe ich dann auch versucht, ganz auszuspielen. Diese Flanke von Andreas Brehme und dann der darauf folgende Pfostenschuss von Jürgen Klinsmann, haben sich gesagt, Mensch, jetzt kann ich nicht mehr laufen, jetzt ziehe ich einfach mal ab aus der Distanz. So ähnlich war das. Ich war da schon an einem Punkt angelangt, wo also im physischen Bereich kaum noch was drin war. Und da überlegt man sich natürlich in so einer Situation, geht man voll auf den Torwart zu oder versucht man den vorbeizugehen oder zieht man einfach ab. Dann habe ich versucht, mich auf den Schuss zu konzentrieren. Und hier kann man durchaus gut erkennen, dass Sie, wie man bei Ihnen in der Branche sagt, platt waren. Na, ich war wirklich total kaputt in der Phase dann. Das Tor, Rudi Völler, wie haben Sie es denn von oben von der Tribüne gesehen? Ja gut, ich, wie gesagt, die ganze Zeit hatte ich auf der Tribüne gesehen. War vorher schon von dem Guido hervorragend gemacht, von dem Jürgen sowieso. Ich habe sowieso den Jürgen bewundert, weil, wie der Jürgen schon gesagt hat, was er in der zweiten Halbzeit gelaufen ist und laufen musste, alleine vorne, das war schon phänomenal. Dann haben wir hier nochmal das 2:0. Da haben wir eben ganz kurz den Pass gesehen vom Guido Buchholz zum Andi Brehme und das war dann ganz einfach ein Kunstschuss.
Es war Marke Andreas Bremen. Wir spekulieren ja immer, welcher der starke Fuß vom Andy ist. Und da gibt es irgendwie keine Lösung dafür. Der schießt links wie rechts, schießt er in gleichem Maße stark. Ist das also schon bewundernswert. Schließlich der Elfmeter, kurz vor Schluss, wenn wir die Szene noch einmal sehen. Hier haben wir Franz Beckenbauer noch mal in all seiner Begeisterung. Wird vom Schiedsrichter ein bisschen zurückgepfiffen. Er soll nicht so sehr jubeln, aber schauen Sie die Reaktion. Was soll's, freuen kann er sich wirklich nach so einem Tor. Dann der Elfmeter, die Szene, die dazu führte. Was hat der Jürgen Kohler Ihnen gesagt? War er dran am Van Basten? Nee, der Jürgen ist ja ein anständiger Kerl und er sagte sofort nach dem Spiel, dass er nicht berührt. Natürlich, der Elfmeter war nicht mehr so wichtig, aber trotzdem, wir mussten dann nur noch 2-3 Minuten zittern, also wäre nicht nötig gewesen. Also war sicherlich auch eine Fehlentscheidung. Auf alle Fälle, und wenn man dieses Spiel sieht in seiner Gesamtheit, dann kann man irgendwo vielleicht auch feststellen, Jürgen Klinsmann, dass die Mannschaft bewusst auch für Rudi Völler gespielt hat. Der Teamchef hat es Ihnen in der Kabine in der Halbzeit gesagt, Originalton Franz Beckenbauer, der Rudi hat 70 Mal für euch gespielt, jetzt spielt ihr bitte schön einmal für ihn. Habt ihr das so ein bisschen im Hinterkopf gehabt in der zweiten Halbzeit? Ja, ganz bestimmt. Das war eine Trotzreaktion von der Mannschaft. Ich habe gesagt, der Rudi musste runter für diese Geschichte und jetzt... Weil wir wussten alle, dass, wie wichtig auch in dem Rudi dieses Spiel war. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir mal für ihn laufen, für ihn rackern. Und das haben wir dann mit vollem Herzen getan. Und wir sind sehr stolz auf diesen Sieg. Herr Völler, schauen wir noch mal eine Woche voraus. Das nächste Spiel, das Viertelfinale gegen die CSFR. Noch wissen wir nicht, ob Sie mitspielen können. Aber wie sehen Sie die Perspektive? Ja, vor allem sollen wir jetzt wieder das Holland-Spiel schnell vergessen. Das war sicherlich ein super Spiel. Wir sind alle glücklich, unsere Zuschauer sind glücklich in Deutschland, alle sind froh und schön. Es wird eine schöne Woche sein. Aber wir sollten so schnell wie möglich es geht, sollten wir uns auf die Tschechen konzentrieren. Die Tschechen sind eine hervorragende Mannschaft, die sicherlich nicht die Mannschaft, die wir kurz vor der EM-Einzel geschlagen haben. Da haben sie sicherlich unter Wert geschlagen. Das haben sie hier schon in mehreren Spielen gezeigt, dass sie jede Mannschaft der Welt schlagen können. Und darauf sollten wir uns gut einstellen. Wir wollen es hoffen, dass es auch klappen möge im Viertelfinale. Waldemar, erst einmal zurück zu euch nach Rom, es sei denn, ihr habt noch Fragen. Jörg, vorerst nicht, Dankeschön. Aber wenn die beiden noch da bleiben, vielleicht haben wir noch eine. Wir sind auch schon ein bisschen eng im Programm, muss ich sagen, liebe Zuschauer. Deswegen für Sie, Sie erwarten das nämlich auch, die Wiederholung unseres Dingstar-Rätsels von gestern Abend. Hier ist es. Jetzt Fuß ist und der steht hier. Kommt ihr hier gelernt und tut genau, wo der Fuß ist, sich hinfallen lassen. Dann meint der Schiedsrichter, das ist ein Foul. Links Elfmeter und können ein Tor, dann können sie ein Tor bekommen. Und er will nur, dass sie ein Tor bekommen dadurch. Tja, das war gestern auch so zu sehen. Wenn Sie teilnehmen möchten, dann können Sie das noch tun. Der Einsendeschluss ist der 26. Juni 1990. Sie schreiben Ihre Karte mit dem Titel ARD WM-Quiz nach München, Postleitzahl 8000, Postfach 300. So, liebe Zuschauer, das war's also. Die erste Aufarbeitung eines K.O.-Spiels hier bei dieser Weltmeisterschaft Deutschland gegen Holland. Glücklich ist es ausgegangen für uns. Hoffentlich bleiben wir so glücklich auch am nächsten Montag, denn da wiederholen wir das Spiel Bundesrepublik Deutschland gegen die Tschechoslowakei. Wir sind aber heute Nachmittag schon wieder für Sie da. Hier sind die Programmhinweise. Ab 16.36 Uhr sitzen Sie in der ersten Reihe bei der ARD beim Achtelfinalspiel Irland gegen Rumänien. Und dann geht es weiter heute Abend um 20.15 Uhr mit einem Knüller. Italien spielt gegen Uruguay um 21 Uhr. Beginn der Sendung um 20.15 Uhr. Das war's. Und wir haben uns hier im Studio unterhalten, was denn der Reichardt in Zukunft machen sollte. Vielleicht sollte er bei dem Wettbewerb Kirschkern-Weitspucken mitmachen. Er hat große Chancen, wie wir heute 2 bis 3 Mal gesehen haben. Das war's. Ich darf Ihnen einen schönen Montag noch wünschen. Bis heute Nachmittag. Werner Zimmer wird Sie da begrüßen. Dankeschön. Schönen Mittag noch. Sing it out.